gucken, haben wir hier ausrüstungstechnisch. Tolle neue Dinge bekommen, die jetzt bestimmt den Unterschied machen werden. Ja. Joche. Das gefällt mir gar nicht. Glaub mir, das ist noch Pillepalle. Das wird doch so schon wieder nichts, verdammte Axt. Was soll denn die Scheiße? Auf, dass ich weiter aufs Maul krieg. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ihr mich hört, weil mein Monitoring ist zumindest gerade ausgefallen. Also ich höre mich nicht mehr. Aber OBS sagt, ihr solltet mich hören, also vertraue ich dem jetzt einfach mal. Geschafft. Na endlich. Noch ein Dekarium. Ja, dann schauen wir mal rein.
das? Sich herum verwandeln ist bemerkenswert. Was ist denn? Sein Zustand bessert sich nicht. Er wird sich wohl nie vom Tod meines Bruders erholen. Es ist furchtbar, unsere Lieben so leiden zu sehen. Die Dürre ist Jahre her. Der Schmerz seines Verlustes sitzt so tief wie am allerersten Tag. Er braucht keine hübschen Säulen, sondern Frieden. Was, wenn ich helfen kann, Professor? Sie tun doch schon so viel für Ihren Vater. Das reicht nur nicht. Ich will ihm den Schmerz nehmen. Ich weiß, es ist verlockend, mit der Magie, die Sie beherrschen, mehr als nur die physische Welt zu verändern. Aber menschliche Gefühle haben ihre ganz eigene Macht. Selbst die umsichtigste und fähigste Hexe könnte den Ausgang nicht vorhersehen, den ihre Manipulation zur Folge hätte. Soll ich nur zusehen, wie der Schmerz ihn zerfrisst? Sie haben kein Recht, ihn zu nehmen. Jedes Jahr aufs Neue sehen Schüler in ihren Teeblättern immer haarsträubendere Dinge. Oh, Miss Morgannock. Willkommen zurück in Hogwarts, Professor. Daran muss ich mich noch gewöhnen. Professor Rookwood? Ich bin hoch erfreut, dass Sie Verteidigung gegen die dunklen Künste lehren werden, Professor. Hier, nehmen Sie Platz. Erzählen Sie von Ihren Reisen. Ich hatte gehofft, Sie und die anderen könnten mich heute Abend zu Hause besuchen. Ich habe so viel zu erzählen. Aber nur zu gern. Sagen wir den anderen Bescheid. Vortrefflich. Dann bis bald. Noch eine Erinnerung. Und jetzt raus hier. Na, da sagst du was. Das machen wir mal. Noch mehr kristallisierter Stein. Das muss der Weg zurück zur Kartenkammer sein. Ja, dann ab zur Kartenkammer. Wen haben wir denn da? Ich bin Schüler in Hogwarts, Sir. Das hier ist Professor Fig. Professor Charles Rookwood, zu Diensten. Hat jemand die erste Prüfung bestanden? Zufällig. Ja, ich, Professor Rookwood. Wir haben Sie im Denkarium in Gringotts gesehen, mit Professor Rackham. Fürwahr. Sie haben also den Portschlüssel zu Professor Rackhams Verlies gefunden. Und die Karte in dem Medaillon über dem Denkarium entschlüsselt. Ja. Ich habe etwas Schwebendes über dem Denkarium gefunden, das ich nicht identifizieren kann. Ah, ja. Sie finden ein ähnliches Artefakt bei jeder Prüfung. Die müssen Sie sicher aufbewahren. Sie brauchen sie zum Abschließen der Reise, die wir für Sie geplant haben. Sobald Sie alle haben, sagen wir Ihnen, was mit Ihnen zu tun ist. Ich verstehe. Können Sie mir etwas über die nächste Prüfung sagen? Bevor Sie fortfahren, möchte ich noch mit Charles über die äußerst angespannte Lage mit den Kobolden sprechen. Hm? Kobolde? Der Schüler hat Spuren einer mächtigen schwarzen Magie gesehen, die von Kobolden genutzt wird. Er und sein Mentor Professor Fig sind nicht nur vor St. Bakars Turm Kobolden begegnet. Sie trafen auch in meinem Gewölbe in Gringotts einen mächtigen Kobold. Hm, es wäre wohl klug, die Prüfung zu unterbrechen, bis wir mehr wissen. Aber wir werden uns natürlich nach Ihrem Urteil richten. Nun denn. Ich glaub, halt, da Professor. Fehlt ein Stück Text der Name dazwischen. Rookwood. Denken Sie,
Dass es eine Verbindung zu Victor gibt? Vielleicht. Aber hat sie etwas zu bedeuten? Wer weiß. Erzählen Sie erst mal, was Sie im Denkarium gesehen haben. Bevor die Hexe aus dem letzten Denkarium, Isadora, Professorin in Hogwarts wurde, hat sie sich mit Professor Rackham über schmerzlindernde Magie unterhalten. Hoffentlich bringt uns das nächste Denkarium weiter. Lassen Sie uns erst mal hören, was Ranrock weiß. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Aber ich habe eine Idee. Ich habe Sirona in den drei Besen mit einem Kobold sprechen sehen. Sie schien sich gut zu verstehen. Nun gut, sehen Sie, was Sie herausfinden können. Und vergessen Sie nicht... Mein Stoff. Ja, Sir. Bevor Sie gehen. Was gibt's denn noch? Professor? Sind Sie irgendwo auf wirbelnde Spuren von Magie gestoßen? Abgesehen von denen auf unserem Pfad. Ich glaube nicht. Was sind das für Spuren? Beweise für die Bemühungen der Hüter, die Macht der alten Magie in dieser Zeit zu manipulieren. Wenn ich recht habe, und das habe ich meist, können Sie diese Spuren nutzen, um Ihre eigene Magie weiter zu verbessern. Danke, Sir. Ich werde danach Ausschau halten. Gut zu wissen. Eine Erklärung wie wäre jetzt auch nicht schlecht gewesen. Oh, wir haben im Schlafsaal geschlafen, nicht irgendwo am Boden. Das ist ja... Ich sehe schon, ich bin der Einzige mit Privateulenstange vorm Bett hier. Ja, Rudo, das kennen wir ja alle schon. Wir könnten ja mal die Unsichtbarkeitstränke ausliefern, oder? Das ist doch vielleicht gar nicht mal verkehrt. Können wir auch gleich mal gucken. Ich glaube, wir haben auch wieder ein bisschen Ausrüstungszeug, was wir dann direkt mal verkaufen können. Vorher vielleicht noch einen Abstecher im Raum der Wünsche machen, weil ich glaube, da war noch ein unidentifizierter Hut. Dann machen wir das doch mal so. Das klingt doch nach einem Plan. So, geheime Räume, Raum der Wünsche. Ich sollte Sirona in den drei... Spektakuläre Neuigkeiten. Die Besenaufrüstung ist bereit. Schauen Sie doch mal im Laden vorbei. Ich hoffe, Sie werden mich für eine dringende und höchst vertrauliche Angelegenheit so bald wie möglich aufsuchen. Ich glaube, dass wir uns gegenseitig helfen können. Bitte kommen Sie nach dem Unterricht zu mir, sobald Sie meine Aufgaben erledigt haben. Ich bringe Ihnen Descendo bei. Dieser Zauber ist sehr nützlich, um Objekte auf den Boden zu ziehen. Ja, ich würde sagen, da kamen dann auch die nächsten Aufgaben vorbei. Was wir so zu erledigen haben, anscheinend viel Hogsmeade dabei. Oder zumindest das ein oder andere. Aber ich bin trotzdem dafür, dass wir vorher die Tränke ausliefern, damit wir das mal endlich hinter uns haben. Sonst werden wir das Zeug ja nie los hier. So, von wo aus ist denn da... warum habe ich keine Zielmarkierung?
Das wissen wir jetzt auch nicht so genau, ne? Das ist ja blöd. In Keenbridge, südlich von Hogwarts. Aha. Schwierig, sie nicht zu finden. Ja, dann strengen wir uns mal an, sie nicht zu finden. Also, Lower Hogfields, Keenbridge, wo soll denn das sein? Keenbridge, da. Markieren wir das doch mal grob. Achso, halt. Und dann wollten wir ja noch gucken. Ja, ich glaube, viel näher als da kommen wir wohl nicht hin, ne? Das ist ein Ort wie aus dem Märchen. Na dann. Tun wir immer wie im Märchen überfliegen. Warum schweben da schon wieder so komische Luftballons? Vielleicht sollten wir die kaputt machen, wenn wir schon mal da sind. Juhu. So, und weiter. Dieser Pippin sollte längst hier sein. Schon da, heißt zwar nicht Pippin, aber ich glaube, ich habe seine Lieferung. Ich habe eine Lieferung von Jay Pippins Zaubertränke. Ha! Schickt ein Kind vor, um seine Arbeit zu erledigen, was? Er nimmt immer den einfachsten Weg, um es sich leicht zu machen. Mussten Sie die etwa auch für ihn brauen? Spielt keine Rolle. Sie können das vermutlich ohnehin besser als er. Also ich kaufe auch immer bei den Läden, die ich nicht mag. Warum bestellen Sie bei ihm, wenn Sie mit der Qualität nicht zufrieden sind? Anscheinend versuchen immer mehr meiner Kunden, sich vor mir zu verstecken. Ich verurteile das nicht. Sie wissen ja nicht, welchem Druck ich ausgesetzt bin, hochwertige Produkte zu liefern. Im Gegensatz zu anderen Verkäufern bemühe ich mich um zufriedene Kunden. Hier sind die angeforderten Zaubertränke. Glauben Sie, dass das so einfach ist? Ich weiß, dass Pippin seine Kunden ständig hinters Licht führen will. Er tut alles, um auf Kosten der Qualität einige Galleonen für sich zu sparen. Sie sehen keinen einzigen Knut, bis ich weiß, dass die Zaubertränke funktionieren. Trinken Sie! Ja, meinetwegen. Klingt einfach. Das mache ich. Das hoffe ich doch. Du bezahlst. Zu wirken. Nun, ich vermute, das genügt. Wenn die Nachfrage nach Tränken so groß ist, wäre es da nicht einfacher, mit anderen zusammenzuarbeiten? Sie könnten ihre Rezepte und Fähigkeiten kombinieren. Ha! Keine Chance. Dieser Nichtsnutz hat seinen Laden geerbt. Wir anderen mussten unseren eigenen Weg gehen.
Er soll nicht von meiner harten Arbeit und meinem Verstand profitieren. Wenn er scheitert, dann soll er nur. Wie nett. Das ist Konkurrenz, die man sich wünscht. Sie erwähnten, dass immer mehr Kunden versuchen, sich zu verstecken. Warum eigentlich? Nun, ich kann nicht für alle sprechen, aber meine Erschwinderinnenkundschaft hat sicher ihre Gründe. Aber das würde ich an ihrer Stelle ganz schnell wieder vergessen. Ich lasse Mr. Pippin wissen, dass ich die Tränke wie gewünscht geliefert habe. Tun Sie das. Was verkaufen Sie hier? Zeigt mir das qualitativ hochwertige Zeug. Das kann ich gut gebrauchen. Vielen Dank. Nein, bitte, ich habe doch noch ein bisschen mehr von. Danke für den Besuch. Ich weiß das zu schätzen. Ja, bitte, bitte. Rivelio. Bienenstöcke. Die Welt der Zauberei braucht genauso viel Honig wie für ihren Tee wie die der Muggelwelt. Ja, jo, denn. Wer hier wohl wohnt? Müsst ihr euch alle Honig in Tee kippen. Revelio. Ingwerwurzel. Der Barkeeper in Keenbridge hat immer einen Vorrat an Ingwerwurzeln, um die Übelkeit seiner Gäste zu bekämpfen, damit sie länger trinken können. Na gut, macht Sinn, ne? Na, erstmal einheben. Lecker, abgestandenes Bier von irgendeinem. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins.
Peliam! Akio! Contringo! Lazio! Gut, kann man jetzt machen, war jetzt semi-gut. Aber ich vermute, durch die Merlins Prüfung muss ich doch hier irgendwo eine große runde Kugel gebildet haben, die da an den Krater muss. Wo ist die Kugel? Keine Ahnung. Dann ignorieren wir sie einfach. Was sagen denn unsere Aufträge? Was haben wir denn zu tun? Ja, dann sag mir doch mal Bescheid, dass wir die Tränke ausgeliefert haben, oder? Nehmen wir mal den schnellen Weg. Auf geht's nach Hogsmeade. Juchi! Hallo! Sie sind also auf der Suche nach Tränken, ja? Nee, eigentlich nicht. Aber ich habe deine Tränke weggebracht. Ich habe die Tränke Fatima Lawong gebracht. Sehr gut. Eine echt freundliche Kundin. Hat sie Ärger bereitet? Ich verstehe, warum sie nicht gegangen sind. Sie war sehr streitsüchtig. Ich weiß ihre Hilfe wirklich zu schätzen. Wenigstens ist das jetzt erledigt. Es war schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen, Mr. Pippin. Gleichfalls. Wenn man sich nicht selbst mit dieser Hexe herumschlagen muss, nimmt man gerne die Kosten in Kauf. Übrigens habe ich dieses Buch mit Trankrezepten in Keenbridge gefunden. Wäre das nützlich für Sie? Ist das Fatimas Rezeptbuch? Sie sollten es behalten. Fatima verdient es nicht. Das weiß ich zu schätzen, aber Sie müssen noch viel über den Respekt vor dem Eigentum anderer lernen. Manche Dinge sind unter Zaubertrankbrauern heilig. Ich bringe es ihr sofort zurück. Warum halte ich das für ein Gerücht? Irgendwie glaube ich nicht, dass sie das so schnell zurückbekommt. So, da haben wir das auch erledigt. Was haben wir eigentlich hier schon wieder Neues? Stimmt, die Besenverbesserungen sind ja auch fertig.